Frau Goel, Sie sind Kultur- und Sozialanthropologin und Trainerin in Berlin und arbeiten in den Schwerpunkten Migration, Rassismus, postkoloniale Theorie und untersuchen die Verflechtungen von Machtverhältnissen. Sie sind die Herausgeberin des Buchs Inderkinder, über das wir heute sprechen wollen. Wie sind Sie zu dem Projekt gekommen? Ich bin nur eine der Herausgeberinnen. Wir sind insgesamt drei HerausgeberInnen. Dazu gehören auch Jos Poonamparambil und Nisha Poonamparambil-Wolf. Die Idee kam von Jos Poonamparambil, der Migrant selber ist aus Indien und hat schon ein Buch gemacht, das heißt Heimat in der Fremde mit Migrationsgeschichten der MigrantInnen selber. Und er wollte nun auch ein Buch machen über die Kinder der MigrantInnen und hat dann andere Leute dazugeholt und so bin ich dazu gekommen, als das Buchprojekt bereits als Idee bestand. Woher kommt eigentlich der Begriff Inderkinder? Inderkinder, es war ein langer Suchprozess, bis wir einen Titel für das Buch hatten. Es hieß am Anfang zwischen zwei Welten, ja, genau. Und mit dem Begriff konnte ich schwer leben, weil ich glaube nicht, dass wir zwischen zwei Welten sitzen. Und dann waren wir auf der Suche, was wäre ein anderer Begriff, ein selbstbewussterer Begriff, ein Begriff, der besser die Realität der Menschen, die wir abbilden, darstellt. Und Inderkinder, der Begriff, kommt von der Kampagne Kinder statt Inder im Jahr 2000. Es war damals so, dass die rot-grüne Regierung IT-SpezialistInnen anwerben wollte aus dem Ausland und schnell waren die Inder oder die InderInnen standen dann für diese IT-SpezialistInnen und die konservative Gegenkampagne hieß dann Kinder statt Inder. Und aus diesem Kinder statt Inder wurde dann von denen, die sowohl Kinder wie Inder sind, das Inderkinder. Und wir finden das jetzt an verschiedenen Orten. Es gibt zum Beispiel eine Facebook-Gruppe, die heißt Berliner Inderkinder. Und so habe ich vorgeschlagen, dass wir das Buch so nennen, um so eine selbstbewusste Aneignung eines eigentlich rassistischen Kampagne damit zu treffen. Wobei Inderkinder aber auch was Spielerisches sein soll. Es ist jetzt nicht so, dass ich meine, man sollte Menschen mit diesen Bezeichnungen bezeichnen. Also, dass es nicht. Ja, es funktioniert besser als Spielerisches, denn als Kategorie. Was können Sie uns noch genauer über die Sammlung der Stücke in dem Buch sagen, der verschiedenen Autorinnen und Autoren? Das Buch besteht im Wesentlichen aus zwei Sektionen. Einmal aus autobiografischen Erzählungen, wo Menschen, die Auswahlkriterium war, dass sie mindestens einen biologischen Elternteil aus Indien haben, dass sie erzählen über ihr Leben und Aufwachsen in Deutschland. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil besteht aus wissenschaftlichen Essays, auch zur Frage, wie leben Menschen, die mindestens einen Elternteil aus Indien haben, in Deutschland. Und diese Essays sind aber auch von den gleichen Inderkindern geschrieben, weil wir wollten nicht, dass andere über diese Kategorie von Menschen schreiben. Und wir dachten, es gibt auch genug Leute, die sich wissenschaftlich inzwischen beschäftigen mit Migration und den Folgen von Migration, die Elternteile aus Indien haben. Und so besteht das eben aus diesen autobiografischen Erzählungen und wissenschaftlichen Essays, die auch durchaus in Spannung zueinander stehen, sehr absichtsvoll. Was soll das Buch leisten und an wen richtet es sich? Es richtet sich wahrscheinlich an verschiedene Gruppen und es kann auch Verschiedenes leisten. Es ist in erster Linie vielleicht etwas für die, die auch zu diesem Buch beitragen könnten, dass überhaupt ihre Geschichten einen Raum finden, dass sie sich selber äußern können, weil Migration aus Indien nach Deutschland ist ja eine relativ geringe, da gibt es nicht so viel Literatur drüber. Das heißt, das ist erstmal für die, die auch geschrieben haben oder schreiben könnten theoretisch, ein Buch für sich selber, für ihre Eltern potenziell, aber auch für vielleicht andere Menschen mit Migrationsgeschichten, die vielleicht auch einer kleinen Migrationsgruppe entstammen, die vielleicht Ähnlichkeiten sehen können. Und natürlich für eine breitere Öffentlichkeit, um einfach mal auch noch ein vielfältigeres Bild von Migration und Folgen von Migration zu kriegen. Da komme ich auch direkt auf meine kommende Frage zu sprechen, inwiefern das Konzept der asiatischen Deutschen auch annähernd nur kompatibel sein könnte, warum eventuell nicht zutreffender für Menschen mit indischen Wurzeln? Eine
große Frage. Also asiatische Deutsche ist ein Begriff, der, soweit ich das sehe, aus dem US-amerikanischen Kontext versucht wird, gerade zu übertragen von verschiedenen WissenschaftlerInnen. Und für mich stellt sich die Frage, macht der Sinn hier und für was macht der Sinn? Es wird ja eine neue Kategorie aufgemacht mit Asien, mit einem Konstrukt. Menschen, die aus Südasien kommen, die aus Indien kommen, werden in Deutschland in der Regel nicht als AsiatInnen beschrieben, sondern AsiatInnen sind eher SüdostasiatInnen und OstasiatInnen. Das heißt, man müsste den Begriff AsiatIn überhaupt erstmal für diese Gruppe konstruieren, und da sehe ich nicht den Mehrwert von, weil eigentlich, also mein Ziel ist es, zu dekonstruieren und diese Zuschreibung überhaupt in Frage zu stellen. Und mir ist bis jetzt nicht klar, was ich gewinnen würde, wenn ich die Kategorie Asien, AsiatInnen aufmache. Ich fände es dann vielleicht wieder spannend, wenn man die TürkInnen mit reinnehmen würde und damit Bilder brechen würde, zum Beispiel die sarazinischen Bilder des doch so tollen, integrationserfolgreichen und bildungsstarken AsiatInnen. Wenn man dann die Türkin mit reinnehmen würde, könnte man da vielleicht ein bisschen ironisierend gegengehen, aber ansonsten halte ich von so einer neuen essentiellen Kategorie aufmachen, die auch keine Selbstidentifikation ist für Menschen, die in Bezug zu Südasien haben, nicht viel. Wie wird in dem Buch In der Kinder das Thema Gender und Feminismus mitgedacht? Es ist erstmal von der Konzeption her nicht drin. Das Buch ist sehr stark auf die Kategorie Migration, Rassismus ausgerichtet, geografische Herkunft, aber die Menschen, die drin schreiben, haben ja ganz unterschiedliche Perspektiven, und es sind natürlich auch FeministInnen dabei, die das dann auch in ihren autobiografischen Essays oder in ihren autobiografischen Erzählungen oder in ihren Essays mit reinbringen. Das heißt, Feminismus kommt in den Reflexionen durchaus immer wieder vor. Es kommen auch durchaus antifeministische Dinge vor, die dann auch wieder diskutiert werden können. Eine in den Essays wird häufiger thematisiert, dass diese Verflechtung von Geschlecht und Migration stärker beachtet werden müsste. Und das ist aber erstmal vom Buch, so wie es aufgestellt wird, es hat einen klaren Fokus und fordert nicht unbedingt heraus eine Auseinandersetzung mit Gender, die kommt dann von den einzelnen Autorinnen. Entweder ja oder nein. Und das ist das Spannende, um das auch zu sehen, die Unterschiedlichkeit von den verschiedenen Beitragenden. Wird durch den Titel In der Kinder und durch die beitragenden Autorinnen und Autoren die Kategorisierung In der Kinder nicht um ein zweites Mal bestätigt? Das ist ein Grundproblem. Immer dann, wenn ich darüber arbeite, bestätige ich es wieder und reproduziere diese Kategorien. Und dadurch, dass wir es jetzt Inderkinder nennen, machen wir auch diese Kategorie Inderkinder, die wir heute bei der Veranstaltung in der Böll-Stiftung auch wieder dekonstruieren wollen. Aber das ist so ein Grundproblem. Die Frage ist, wozu machen wir das? Und wir konstruieren diese Kategorie an der Stelle, weil sie schon eine Relevanz hat für Leute auch, weil sie immer wieder auf Indien bezogen werden. Und dann hat es eine Relevanz, sich damit auseinanderzusetzen, ob man einen Indienbezug hat. Und gleichzeitig versuchen wir durchaus schon im Buch und auch in Buchpräsentationen immer wieder zu hinterfragen, was diese Kategorie denn ist, wo die Probleme darin liegen, diese Kategorie auch zu haben. Aber ja, wir konstruieren die damit, wir reproduzieren damit auch so eine Zuschreibung. Und es ist relevant und es ist problematisch zur gleichen Zeit. Das Buch ist ja nun bereits Ende vergangenen Jahres erschienen. Welche Reaktionen haben Sie seit der Veröffentlichung darauf erhalten? Das Buch ist letzten Herbst erschienen und es gibt unterschiedliche Reaktionen. Die Reaktionen, die ich am beeindruckendsten finde, ist, dass ich eine ganze Reihe von E-Mails kriege von Menschen, die in diese Kategorie fallen könnten, die sich identifizieren mit dieser Kategorie in der einen oder anderen Form, und die sagen, wie sehr sie das Buch bewegt hat, wie sehr wichtig das für sie war. Ich hatte auch letztens eine Buchpräsentation in Jena und im Publikum war eine Frau, die war um die 50 oder sowas, selber Kind eines indischen Migranten, und die hat nochmal erzählt, wie wichtig dieses Buch für sie war und wie lange sie eigentlich auf so ein Buch auch gewartet hat, das ihre Geschichte wieder darstellt. Insofern also habe ich eine ganze Reihe von Rückmeldungen von Leuten, die in die Kategorie fallen, mehr oder weniger, die das bewegt. Aber es gibt auch kontroverse Reaktionen. Es gibt die sagen, die autobiografischen Erzählungen, die sind ja alle toll, aber diese Essays, die sind ja doch ein bisschen komisch.
Das bezieht sich dann wahrscheinlich stark darauf, dass die sehr rassismuskritisch sind und Rassismus benennen und dass das nicht unbedingt immer positiv angesehen wird. Andere finden die autobiografischen Erzählungen problematischer, dafür lieben sie die Essays. Also da gibt es da sehr unterschiedliche Rezeptionen der verschiedenen Beiträge und genau das ist es auch eigentlich, was ich so schön an dem Buch finde. Dass verschiedene Leute sich in verschiedenen Texten wiederfinden können, dass es nicht eine ganz große Einheitlichkeit gibt, sondern dass auch eine Vielfalt von verschiedenen Perspektiven im Buch tatsächlich dargestellt wird und die nicht unbedingt miteinander in Harmonie gebracht werden, sondern sie gegenseitig da stehen können und für verschiedene Personen dann auch Ankerpunkte geben können und Aufreger geben können. Ist durch diese neuen Ankerpunkte und Aufreger auch die Idee entstanden, gewisse Themen vielleicht weiter zu spinnen und weiter zu erzählen? Jetzt bei den HerausgeberInnen oder bei... Bei Ihnen als Herausgeberin in Zusammenarbeit mit den Autorinnen, Autoren von In der Kinder oder eben neuen Sprachrohren, die dazugekommen sind? Also es gibt so verschiedene. Das eine ist, dass dieses Buch das dritte in einer Reihe des Traupadi Verlages ist. Das erste Buch war 2006 Masala.de. Das war eine Sammlung von überwiegend studentischen Arbeiten zur Migration aus Südasien nach Deutschland. Dann gab es das Buch Heimat in der Fremde, was die Geschichten der Migration wiedergegeben hat. Und jetzt das dritte Buch, die der Kinder der Migrantinnen. Habe ich den Plan, das nächste Buchprojekt habe ich im Kopf, da müsste ich nur noch Gelder finden und das wäre an der Verknüpfung von Geschlecht, Sexualität und Migration. Ich würde gerne ein Buch machen über, Arbeitstitel lautet Queere Desis, also Leute, Inderkinder oder indische Migranten oder eben da auch über Indien hinaus, dieses Nationalstaatliche möchte ich gerne fallen lassen, Südasien insgesamt und dann die Frage, was ist mit Menschen, die der Heteronormativität nicht entsprechen, die entweder sich in der Zweigeschlechtlichkeit nicht wohlfühlen oder in der Heterosexualität? Und ich möchte gerne Geschichten von diesen Menschen sammeln, die sie unterschiedlich schreiben können. Und ich würde auch gerne mit Angehörigen von diesen Menschen Texte haben. Das wäre so mein nächstes Buchprojekt. Konkret gibt es den Wunsch, das Buch Inderkinder virtuell fortzusetzen. Also wir konnten natürlich nur bestimmte Anzahl von Beiträgen abdrucken, aber wir haben eine Webseite dazu und dafür sammeln wir weitere Geschichten aus diesem Spektrum, um auch blinde Flecken, die wir haben in dem Buch. Wir haben zum Beispiel fast nur Mittelklasse, wir haben fast nur AkademikerInnen, wir haben keine mit muslimischen Hintergrund, all solche Sachen. Also da fehlen ganz viele Menschen und das wollen wir durch die virtuelle Ergänzung des Buches auch ergänzen.